Gut, es ist 10 Uhr. Willkommen an Tag 4 zum ersten Talk hier im Medientheater. Nur die Harten kommen nicht in meinen Garten, sondern hierher. Respekt. Wie gesagt, es ist Tag 4. Verschleißerscheinungen werden langsam sichtbar. Bei dem einen oder der anderen passiert. Das ist normal, gehört so. Ja, und dann halt eben zu Primzahlenzerlegung im Mechanisch. Also wie das elektronisch und digital läuft, naja, ich vermute mal, ihr wisst das alle und ihr könnt das alle herbeten. Aber das Ganze mal so aus mechanischer Sicht auf mechanisch zu mappen und das zu betrachten, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, Ja. Tomo macht seit 1000 Jahren Internet und lebt da drin und ist einer der Älteren und weiß, wie Dinge funktionieren und könnte auch die eine oder andere Story vom Krieg erzählen. Und hat sich mal damit beschäftigt. Und, ja, ich stelle mir auch gerne mal als Dinosaurier im Internet vor. Ich bin da schon so lange, Ja, als so ähnlich wie der Lehrer. erste E-Mail-Adresse in Deutschland war dann so So, die Zeit, ne? ja, So genau, so. X-Link und solche Sachen. Ja. Naja, genug Storys vom Krieg. Applaus für Tomo. Habt Spaß und ich verschwinde. Alles klar, 30 Minuten haben wir. Wir haben festgestellt, vierte Tag ist ein bisschen anstrengend. Irgendeiner hat uns auf dem Sofa hingestellt. Das nutzen wir mal. Die Kamera freut sich, die muss mich dann nicht mehr hin und her schwenken. Ich freue mich, dass doch für diese Uhrzeit noch einige hergefunden haben. Ich habe sogar mit weniger gerechnet, weil das war mal eine Konkurrenzveranstaltung zum Lehrer, die aber jetzt gestrichen wurde oder ausfällt. Einige haben sie wahrscheinlich deswegen hierher gefunden. ja, Primzahlen oder Primzahlenerkennungsmaschine. Sind Mathematik eigentlich hier? Ah, kann man, ja, also auch Mathematikstudenten, also sind ein paar da, okay. Also wenn ich Blödsinn erzähle, dürft ihr gerne eingreifen, ne? Ich habe das Ganze aus Spaß gemacht und das Ganze ist auch als Entertainment hier gekennzeichnet. Und so wollen wir es mal anfangen. Was ist eine Primzahl? Eine Primzahl muss vier Bedingungen erfüllen. Muss eine natürliche Zahl sein, die muss größer als 1 sein, darf nur durch 1 und sich selbst teilbar sein. Ich denke, das kennt ihr alle, brauchen wir jetzt nicht nochmal vertiefen. Für die Details haben wir auch gar nicht so viel Zeit. Ich habe mich festgestellt, ich habe immer mehr gemacht bei der Vorbereitung und die 30 Minuten, die sind jetzt sportlich. Primzahlen-Suchmethoden. Erstmal eine ganz banale Erkenntnis. Also eine natürliche Zahl ist entweder eine Primzahl oder sie ist keine Primzahl. Was anderes gibt es nicht. Das hat den tollen Effekt, dass ich zwei Möglichkeiten habe, mal zu prüfen, ob eine Zahl eine Primzahl ist oder nicht. Also entweder ich pick mir irgendeine Zahl raus. Und wende irgendeine Methode an und prüfe, ob sie prim ist. Das ist die Primfaktorzerlegung zum Beispiel. Oder das Zweite, wir fangen von vorne an und suchen uns alle Zahlen, die nicht prim sind, streichen die raus und was überbleibt, muss ja dann prim sein, zumindest bis dahin, wo ich geprüft habe. Und das ist oder das Siebte ist Eratosthenes, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, er möge mir verzeihen. Können Sie aber Sherlock-Holmes-Prinzip bezeichnen, weil der sagt ja immer, wenn ich alles streiche und das, was überbleibt, das muss es denn sein. Ja? So, soweit dazu. Und wie bin ich auf die Idee gekommen? Oder 1978, da war ich auch noch jugendlich und Schüler, habe ich Nachhilfe in Mathe gegeben. Ich habe Mathe immer gerne gemacht und da hatte ich einen Nachhilfeschüler, der sagte, ich verstehe die Primzahl nicht. Sag ich, okay, ich überlege mir was, wie ich sie dir erklären kann. Und dann kam ich auf folgende Idee. Ich habe ein Blatt Papier genommen, habe das in Quadrate oder was wir als Quadrate denn identifiziert haben, geschnitten und habe ihm gesagt, pass auf, ich gebe dir jetzt immer so ein paar Quadrate und deine Aufgabe ist, du musst ein Rechteck legen. Besonderheit, es muss immer auf jeder Seite mindestens zwei müssen liegen. So, dann habe ich ihm das erste gegeben, sage ich, gut, eins kann ja schon nicht mehr erfüllt werden. Dann nehmen wir zwei, leg mal hin, hat er gemacht, passt noch nicht. Er konnte noch kein Rechteck bilden. Drei. So. Und natürlich kann ich jetzt alles nebeneinander legen, dann komme ich nie zum Ziel. Ich muss also auch nach oben anbauen, ne, damit ich auch die zwei da erfülle. Also schiebe mal nach oben,
Dann kommt der vierte und zack, erste Rechteck. Ja? Dann habe ich den nächsten gegeben, fünf. Jetzt habe ich auch noch die sechs mit dabei. Ich glaube, wir wissen alle, gerade Zahlen brauchen wir eigentlich nicht prüfen. Aber zum Verständnis ist es vielleicht mal ganz gut. Und stellt euch vor, ihr seid dieser Nachhilfeschüler, der da nicht so viel Ahnung von hat. So, die 8, das wird erkennbar, ne? Immer wenn ich so weitermache, also jede gerade Zahl muss dann oder ein Rechteck bilden. Bei der 9 muss ich jetzt anfangen, kreativ zu werden. Ich darf nicht immer nach der Seite legen, muss mal nach oben gucken und siehe da, bei der 9 lässt sie auch ein Rechteck bilden. So, jetzt mache ich nur noch alle ungeraden Zahlen und das ist so dieses Grundprinzip, das habe ich mit ihm gemacht und dann hat er gesagt, ah, jetzt habe ich es verstanden. Das ist im Prinzip nichts anderes als die visuelle Umsetzung von der Definition einer Primzahl. Ja. Jetzt fiel mir das vor einem guten Jahr wieder ein. Ich habe da mal ein Video draus gemacht, habe es ins Internet gestellt und habe dann so eine Frage gestellt, kann man das nicht automatisieren? Wer hat denn da Ideen? Schreibt es in die Kommentare. Hat aber keiner was reingeschrieben, vielleicht lag es auch in einer niedrigen Klickzahl, das war jetzt nicht so populär. Aber ich habe mir gedacht, nee, dann baue ich das Ding einfach mal und gehe damit zur GPN und es ist just in time fertig geworden. Ich habe also seit einem Jahr bin ich immer ein bisschen mit dabei, das zu machen und das möchte ich euch heute zeigen. So, wie müsste so eine Maschine aussehen, mit der man also solche Primzahlen ermitteln kann? Ihr seht es da oben rechts schon, machen wir ein bisschen groß. Ich nehme mir ein Brett und male da so einen Quadranten drauf. Dann so ein schönes Raster, beschriftlich an den Seiten mit den natürlichen Zahlen. Ich habe eine X-Achse, ich habe eine Y-Achse. Die sind auch dafür da, dass die Kugeln, die ich dort verwende, nicht wegrollen. Ich habe so einen grünen Schieberegler. Den schiebe ich nachher hin und her. Das ist eins der beweglichen Teile und die Kugeln sind die anderen beweglichen Teile. Dann habe ich oben noch einen Trichter. Den habe ich dafür gebaut. Falls ich mal mehr Kugeln habe, als in eine Spalte reinpassen, dann kann ich die da reinfüllen. Also bis maximal zwei Spalten kann ich da mit befüllen. So, und wie funktioniert das Ganze, beziehungsweise was kann man damit alles machen? Natürlich Primzahlen ermitteln, das ist ja, die Überschrift des Ganzen. Ich kann feststellen, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist. Das ist relativ simpel, sehen wir gleich. Ich kann das Kommunikativgesetz der Multiplikation erkennen. Ich habe extra beschrieben, erkennen mit Beweisen, das sollen die Mathematiker machen. Ich kann eine Zahl in Primfaktoren zerlegen, Restwerte bestimmen und ich kann auch in andere Zahlensysteme umrechnen. Und das Letzte, was mir aufgefallen ist, habe ich auch noch mit dazu genommen, auch Quadratwurzeln kann ich berechnen bzw. abschätzen. Und das schauen wir uns jetzt im Schnelldurchgang alles mal an. Fangen wir an mit den Primzahlen ermitteln. Wie sieht das aus? Ich fangen wir klein an, mit einer 3. Ich packe alle in eine sogenannte Ausgangsposition, das heißt also alle Kugeln liegen übereinander, der Schieberegler steht auf der 1. So fängt das immer an. Die Anzahl der Kugeln, von denen ich jetzt feststellen möchte, ist es eine Primzahl, ja oder nein, die packe ich jetzt dazwischen. Und nun nehme ich den Schieberegler und ziehe den eine Position nach rechts. Und stelle fest, da liegt unsere Kugel einsam verlassen oben drauf oder in der Ausdrucksweise, die wir vorher hatten. Ich kann kein Rechteck drüber legen oder eben hier, ich habe einen Rest. Ich gucke hier ganz gerne auf die Reste. Das heißt also, die Zahl ist nicht teilbar kann also kein Rechteck bilden. Und wenn ich kein Rechteck bilden kann, habe ich schon mal eine Wahrscheinlichkeit, dass es eine Primzahl ist und genau an dieser Position 2 kann ich feststellen, ob eine Zahl gerade ist oder ungerade. Weil eine Zahl ist gerade, wenn sie ohne Rest durch 2 teilbar ist. Ich habe hier geteilt durch 2, das besagt nämlich die Schiebereglerposition. Ich habe einen Rest, also kann sie nicht gerade sein, sie muss ungerade sein. So, ich schiebe einen weiter und dann bin ich auch eigentlich schon mit am Ende. Weiter kann ich nicht schieben, beziehungsweise macht keinen Sinn mehr. Alle Kugeln liegen jetzt nebeneinander. Ich konnte kein Rechteck mit mindestens zwei Seitenlänge 2 bilden. Quadrat ist natürlich auch ein Rechteck. Ne? Bin fertig und weiß jetzt, okay, ich habe jetzt eine Primzahl gefunden. Das ist meine erste Primzahl, die ich jetzt ermittelt habe. Vielleicht noch, was das bedeutet mit dieser Ausgangsposition und das, was ich hier Endposition genannt habe. In der Ausgangsposition steht der Schieberegler auf 1. Das bedeutet geteilt durch 1.
Das ist genau die eine Teil der Definition. Der zweite ist, wenn es in der Endposition ist, geteilt durch die Zahl selber. Ja. So, ich habe jetzt die 3 unten notiert an der X-Achse. Ihr seht, die X-Achse ist ansonsten noch leer, weil ich will jetzt die Primzahlen ermitteln und ich schreibe nur die Primzahlen unten dran. Warum ist das sinnvoll? Ist jetzt eine rhetorische Frage. Wenn ich die einmal ermittelt habe, dann will ich das ja nicht wieder machen. Und will dann später, kann ich dann damit schneller hin und her schieben. Es macht auch Sinn, die noch an die Y-Achse zu schreiben, dann sehe ich beim Einfüllen auch gleich schon, ach, ist eine Primzahl, brauche ich gar nicht weitermachen. Nehmen wir die nächste, 4. Gut, wir wissen alle, 4 ist keine Primzahl, aber wie sieht das aus? Ich gehe mit dem Schieberegler auf die zweite Position, sehe schon, ja, jetzt kann ich ein Rechteck drumlegen oder ich habe keinen Rest, liegt also keine Kugel mehr oben und dann kann es keine Primzahl sein. Das ist das Prinzip, was dahinter steckt. Das machen wir jetzt mal mit ein paar Kugeln. Wir nehmen mal die 5. Ich fange wieder an, gehe auf die 2, gehe auf die 3. Die könnte ich jetzt eigentlich sogar schon überspringen, weil die habe ich ja schon ermittelt. Gehe auf die 5 und sehe, auch da konnte ich kein Rechteck bilden. Notiere mir die 5 unten in der X-Achse, habe die nächste Primzahl gefunden. Die geraden Zahlen überspringe ich jetzt mal. Ich mache noch 2 eben durch, die 7. Es sieht genauso aus. Ich habe da wieder einen Rest oben liegen, wieder einen Rest oben liegen. Auch hier kann also jetzt eigentlich schon da erkennen, dass da kann nichts mehr werden. Es ist eine Primzahl. Das ist das Prinzip, was dahinter steckt. Ich mache es jetzt noch einmal mit der 9, weil die hatten wir eben auch gesehen. Wie sieht das mit der 9 aus? Weil vorhin habe ich gesagt, da muss man kreativ sein. Und hier, das ist das Schöne, ich brauche gar nicht kreativ sein. Ich schiebe den Regler auf die 2. Ich sehe, oh, ist eine ungerade Zahl, könnte eine Primzahl sein. Ich schiebe einen weiter und sehe, jetzt kann ich ein Rechteck drüber bilden, legen, beziehungsweise ich habe keinen Rest. Also kann es keine Primzahl sein. Ich komme gar nicht an diese Position, in der ich vorhin so war, mit dem Nebeneinanderlegen. So, Prinzip erkannt. Ich denke, ja, ne, so geht das jetzt weiter. Jetzt würde ich die 11 nehmen, die 13 und so weiter. Ne? Das habe ich vergessen am Anfang zu sagen, ich habe es aber runtergeschrieben bei den ersten beiden Dingern, ich muss nicht mal zählen können, ich muss nicht mal zahlen können, um zu sehen, ob eine Zahl eine Primzahl ist oder nicht. Wie geht das? Ich habe jetzt eine mir unbekannte Anzahl an Kugeln eingefüllt, ich kann ja nicht zählen, und jetzt habe ich aber an der Seite noch die Zahlen stehen, die Beschriftung stehen, aber ich kann ja nicht zählen, die nützen mir nichts, also mache ich die jetzt erstmal weg. Und ich will jetzt nur sagen können nachher, ja, die Zahl ist eine Primzahl oder sie ist keine Primzahl. Ich mache das genauso wie eben, gehe auf die Position 2 und sehe schon mal, es ist eine ungerade Zahl, könnte eine Primzahl sein. Ich mache weiter, gehe auf die 3 und da ist es, ich kann ein Rechteck drüber legen, beziehungsweise ich habe oben keinen Rest, dann kann es keine Primzahl sein. Wenn wir jetzt zählen könnten oder einen holen, der zählen kann, der sieht, 3 mal 7, 21, hätte ich dir vorher sagen können, dass das keine Primzahl ist. Das finde ich persönlich eigentlich so auch sehr, sehr charmant, dass man ohne Kenntnisse von Zahlen oder Zählen feststellen kann, ob eine Zahl eine Primzahl ist. So, ich mache es nochmal mit einer anderen Zahl. Noch ein Beispiel. So, gehe wieder auf die 2, sehe es wieder ungerade, könnte eine sein. Schiebe einen weiter, wieder ungerade, nicht ungerade, wieder einen Rest. Ziehe noch einen weiter, wieder einen Rest. Und hier ist eigentlich schon so diese Stelle, wo ich aufhören könnte und sagen kann, also wenn es bis dahin nicht geklappt hat, dann kann das auch nichts mehr werden. Aber wir sind ja keine Mathematiker, wir können ja nicht mehr zählen, also machen wir weiter. Das wird jetzt ein bisschen langweilig, ich klicke das jetzt einfach mal so durch. Ne? Wir hören nicht auf, ich mache bis zum Schluss. Ja, gleich haben wir es geschafft. Ziehen noch einen weiter. Ja, das ist langweilig. Da habe ich ein bisschen Werbung oder ein bisschen was Unterhaltung eingebaut. So, könnt ihr vielleicht in Ruhe mal anschauen nach der, oder von der Aufzeichnung. So, 2 Züge noch, sind wir fertig. Einen noch und. Ah, so, das kann jetzt nichts mehr werden. Also, wir sehen, ne, also auch, ich habe gar keine Ahnung davon, ich kann eine Primzahl ermitteln. Ich muss nicht mal zählen können, ich muss keine Zahlen kennen können. Und das finde ich so diese Spannende an der Maschine. Ich habe das Material übrigens zu Hause liegen. Ich würde die mal versuchen, selber zu bauen.
wahrscheinlich mit Unterstützung. Ich bin jetzt nicht so der Hobbybauer, Hobbybastler, aber das sollte auch in einer Maschine mit den entsprechenden Kugeln tatsächlich so funktionieren. Ich habe sie hier nur virtuell gebaut. Und es ist erstaunlich, was man alles so aus PowerPoint rauskitzeln kann. Ne? Also seitdem es diese Morph-Effekte gibt, ich habe am Anfang das mit den Faden gemacht, oh, da, eine grausige Arbeit. Und mit dem Morphen, da macht das selber, das fällt dann nicht so ganz natürlich, aber man weiß ja, was gemeint ist. Ne? So, Kommunikativgesetz. Wie sieht das aus? Ich habe jetzt mal wieder die 23 genommen, weil die Folie hatte ich gerade, wollte keine neue bauen. Und wenn ich jetzt das hier mal einkreise, dieses, was, also das Maximale, was ich da einkreisen kann als Rechteck, ne, nicht einkreisen, einrechtecken. So, was steht denn da oder was kann ich denn da sehen? Ich kann ablesen, auf der Y-Achse habe ich die 5, X-Achse bin ich auf Position 4, ich habe oben noch drei einzelne Kugeln liegen, das sind der Rest, also steht da doch nichts anderes als 5 mal 4 plus 3 und das ist gleich 23. Wenn ich jetzt dieses Rechteck nehme und einmal mal drehe, so in einem, wupp, was habe ich denn da stehen? Jetzt steht da y gleich 4, x gleich 5, der Rest ist der gleiche geblieben. Ja, ich habe also nur x und y vertauscht, also jetzt steht da 4 mal 5 plus 3 gleich 23. Also es ist genau das Gleiche und man konnte bei dem Drehen auch sehen, also den Inhalt, den verändere ich ja nicht. Ich drehe es nur um 90 Grad und das ist Kommunikativgesetz visualisiert. Ja. So, Primfaktoren zerlegen. Das fand ich auch eine schöne Sache, dass das sogar geht. Ich habe jetzt mal die Zahl 18 genommen. Ist relativ einfach auch im Kopf zu machen. Fangen wir an. Schieberegler auf die Position 2. Das bedeutet, geteilt durch 2 und wenn ich jetzt keinen Rest habe und ich habe hier keinen Rest, dann hat es geklappt. Also habe ich einen Primfaktor gefunden, ich konnte ja einen Teiler gefunden, ich konnte eine Division durchführen, notiere ich mir die 2. Ich entferne jetzt alles bis auf die erste Spalte, jetzt braucht man ein bisschen beim Fallen, das ist nicht ganz so natürlich, aber ja. Und sehe jetzt, okay, da oben, da ist ein Rest, ist also nicht teilbar. Dann muss ich weitermachen. Ich gehe auf die 3, also auf die nächste Primzahl und habe hier wieder keinen Rest. Also weiß ich, es ist geteilt. Also 3 ist ein Faktor, den ich gefunden habe. Ich entferne jetzt nur wieder oder habe eben nur wieder diese Kugeln entfernt, die, also alle Spalten bis auf die erste. Der Rest fällt dann so runter. Und ich habe den Schieberegler noch nicht bewegt. Den bewege ich erst wieder, wenn ich oben einen Rest habe. Dann kommt die nächste Primzahl ran. Und ich sehe, ich habe hier keinen Rest. Also kann ich wieder eine 3 notieren. Und damit habe ich alles gefunden. 18 ist gleich 2 mal 3 mal 3. Restwert bestimmen. Beim Restwert bestimmen, da schauen wir uns wirklich nur oben mal die Reste an. Ne? Ich habe jetzt eine Aufgabe mitgebracht, 17 geteilt durch 3. Wir können es im Kopf rechnen, ist gleich 5, Rest 2. Mal gucken, was die Maschine da macht. Geteilt durch 3 bedeutet, ich gehe mit dem Schieberegler auf die 3. Und jetzt kann ich das eigentlich schon ablesen. Ja? Also wenn ich nur den Rest haben will, dann gucke ich oben hin, da liegen 2 Kugeln rum, das ist der Rest, Rest 2. Ich kann auch den Rest ablesen, also ich habe ja geteilt durch 3 an der X-Achse, dann muss ich nur in der Y-Achse gucken, was steht denn da, bis wohin geht es denn ohne Rest und das ist die 5. Also ist das Ergebnis, geteilt durch 3 ist gleich 5, Rest die 2. Ich kann es ganz genau ablesen. So, ein Beispiel noch. Da habe ich jetzt die 20 genommen, geteilt durch 4. Da wissen wir so schon, okay, da kommt kein Rest raus. Wie sieht das denn aus mit dieser Maschine? Geteilt durch 4 auf die vierte Position. Ich habe oben keinen Rest, also 0. So, wozu nützt mir das? Wozu hilft das? Das hilft, wenn ich Zahlensysteme umrechnen will. Auch das kann ich mit der Maschine machen. Ja, von Dezimal in irgendein anderes System. Ich könnte natürlich jetzt dieses Ding nehmen und da so Viertelkreise reinzeigen, Viertelradien, und sagen, so, dann lese ich das da unten einfach nur ab. Aber so viel zu viel Arbeit, kann ich mir gleich eine Tabelle machen, in der ich reinschreibe 1, 2, 3 und darunter dann die Binärdarstellung. Aber wir wollen es ja ermitteln.
ne, mit der Maschine. Wie geht das denn? Wir wollen jetzt die 10 umrechnen in ihre Binärdarstellung. Wie funktioniert das? Ich packe 10 Kugeln da rein, habe wieder die Ausgangsposition, schiebe Regler auf 1 und binär heißt geteilt durch 2. Das heißt, ich schiebe den jetzt auf die zweite Position. Ja. So, und habe oben keinen Rest liegen, deswegen sage ich immer auch mal, rede ich mal so viel von den Resten. Und wenn ich keinen Rest da liegen habe, kann ich die 0 notieren. Ich habe dann mal dieses Horner-Schema da unten noch notiert, dass man das einfach mal da quasi zum Prüfen mitrechnen kann. Wir machen weiter. Wir entfernen alle Kugeln bis auf die erste Spalte. Wichtig ist, der Schieberegler, der verändert sich nicht mehr. Der ist da fest, weil wir machen ja Binärsystem, geteilt durch 2. Dann muss der da stehen bleiben. So, die Kugeln, die restlichen, die fallen runter. Es bleibt eine oben übrig. Habe ich also einen Rest von 1, notiere mir die 1 und mache weiter. Entfernen wieder alle, die Kugel fällt runter. Ich sehe, aha, Rest 0, trage ich mir die 0 ein. Und die letzte Kugel entferne ich, bleibt nur noch eine über, das ist mein Rest 1, trage ich auch den noch ein und dann habe ich das Ergebnis 1, 0, 1, 0. Und wenn ich mir das jetzt beim Horner-Schema anschaue, das lese ich ja von unten nach oben, dann sehe ich ja, kommt genau das Gleiche raus. So kann ich mit so einer Maschine umrechnen in Binär. Das geht natürlich auch in Vierersystems, in Sechsersystem, Achtersystem, 16er, also Hexadezimal. Und wenn ich das Ding lang genug mache, dann kann ich auch die Basis 256 nehmen und dann kann ich dann Dotted Quad IP-Adressen berechnen. Muss ich nur lang genug machen. So, letzte. Was geht noch? Quadratwurzeln berechnen. Zumindest abschätzen. Berechnen geht nicht immer. Aber dass ich das Wesen so abschätzen kann, wie wir sind das ungefähr. Ich ziehe den Regler so weit, dass ich so nah wie möglich an ein Quadrat rankomme. In diesem Fall komme ich so an ein Quadrat ran und ich weiß, dass es ein Quadrat ist, weil wenn ich auf der X- und der Y-Achse die gleiche Zahl habe, dann ist es ein Quadrat. Und die Zahl, die ich ablesen kann, ist die Quadratwurzel. Das heißt, ich habe hier die 9. Ich kann den Regler so weit ziehen, dass sich jetzt sogar ein Quadrat bildet. Ich kann bei der X und bei Y die 3 ablesen, also ist die 3 die Quadratwurzel von 9. Wie sieht das aus, wenn wir mal etwas nehmen, was keine Quadratwurzel hat, so zumindest keine, wo eine natürliche Zahl bei rauskommt. Ich habe ja mal die 20 genommen. Ich habe mir den Schritt mit dem Schieberegler gespart, sondern gleich schon mal so eine Position gestellt, wo das nahe an ein Quadrat rankommt. Also näher komme ich nicht ran. Ja? So, was ich jetzt sehen kann, ich habe da 5 auf der Y-Achse, unten habe ich 4 auf der X-Achse. Ja? Das heißt, die Quadratwurzel von 20 muss irgendwo zwischen 4 und 5 liegen. Und das kann ich sogar noch ein bisschen weiter abschätzen, ne? Wenn ich da die Kugeln zähle, die ich habe und ich mir jetzt vorstelle, die oberste Reihe an Kugeln. Wenn ich jetzt einmal rechts runter gehe, dann hätte ich insgesamt 9 Kugeln, da oben habe ich 4 Kugeln liegen. Ich kann es mir ein bisschen, oder ich kann jetzt diese Kugeln, die ich habe, so aufteilen, dass ich in jedes von diesen Feldern eine reinlege. Ich mache es ein bisschen einfacher, ich nehme mich von denen, die ich da habe, einfach die Hälfte, komme ich auf diese 4,5 und ich habe mal ausgerechnet, tatsächlich sind es 4,47. Ich kann das mit so ein paar kleinen Näherungstricks sogar recht gut abschätzen. Ich habe das auch nochmal mit der 17 gemacht. Da kann man es ein bisschen deutlicher vielleicht sehen, also 4 mal 4 ist 16. Das heißt, die Quadratwurzel von 17, die muss ein bisschen mehr sein als die Quadratwurzel von 16. Die ist 4, kann man ja auch wunderbar ablesen, also 4, irgendwas. Und wenn ich jetzt sage, gut, ich habe da oben eine Kugel von liegen, 4 Felder habe ich oder 4 Kugeln hätte ich reinkriegen können. Ich nehme davon ein Viertel und davon die Hälfte, das wäre nämlich einmal dieses hier rumgebaute. Dann komme ich auf 4,125 und tatsächlich sind es 4,123. Also ich kann schon ziemlich genau abschätzen, damit auch Quadratwurzeln machen. So, jetzt habe ich richtig Gas gegeben. Ich bin erstaunt, dass ich es doch in dieser Zeit geschafft habe, weil das war es dann schon. Dann haben wir sogar tatsächlich noch ein paar Minuten für Q&A.
Ich habe die erste Klasse zweimal gemacht, weil ich nicht rechnen konnte. Ich glaube, mit deiner Hilfe hätte das besser geklappt. So, shoot. So früh am Morgen. Oh. Ich habe noch eine Frage. Also bei der Umrechnung in andere Zahlensysteme hast du binär vorgemacht. Ja. Das habe ich auch nachvollziehen können, aber ich habe kurz versucht zu überlegen, wie das jetzt zum Beispiel beim Zehnersystem wäre, und ich habe es nicht. Du meinst, wenn du jetzt von Zehnersystem in Zehnersystem umrechnen möchtest, was? Genau, zum Beispiel, das wäre. Also wäre jetzt zwar ein bisschen. Da müsst ihr die einzelnen Ziffern rauskriegen. Aber würde genauso gehen. Da müsst ihr die einzelnen Ziffern rauskriegen. Ja, du hast die Ausgangsposition. Pass auf, wir machen mal von Zehnersystem in Zehnersystem. Muss ich nochmal ein, zwei zurück. Oder ich stehe doch mal auf. Ich glaube, dann kann ich besser schneller klicken. Jetzt gehe ich langsam für die Kamera, dass sie folgen kann. Wo ist es? Da ist es. Da, umrechnen bin ich. Da habe ich 10, ne, die Ausgangsstellung. Und wenn ich jetzt den Schieberegler auf die 10 stellen würde, ja, dann würden sie alle runterfallen, ne, und ich würde dann sehen, aha, ich habe Rest 0 und danach kommt die Regel, nehmen sie alle weg bis auf die erste, ne, und dann sehe ich, da bleibt einer über, nun ziehe ich mir die 1 und dann kommt raus 10 gleich 10. Ist das nachvollziehbar? Ja. Also ich wende immer diese Regel an, alle bis auf die erste weg und lese nur die Reste ab. Mehr mache ich nicht. Dann war, glaube ich, auch noch, ja. So, ich wollte dazu kurz anmerken, wenn wir jetzt sagen, Zehnersystem in Zehnersystem, klingt das so doof. Stimmt auch eigentlich gar nicht, denn wenn wir die Kugeln da reinlegen, dann haben wir gar kein Stellenwertsystem mit den Kugeln, sondern eigentlich ein Unärsystem. Also die haben ja keine Basis, wenn wir die da in die Maschine reinwerfen. Insofern ist auch das gar nicht so doof. Gute Anmerkung, ja. Wie kriege ich es mechanisch hin, dass die so schön in Spalten bleiben, wenn ich das jetzt wirklich aus Holz oder so nachbauen wollen würde? Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Bleiben die tatsächlich in Spalten? Aber wenn ich die Größe richtig wähle und ein bisschen die Schwerkraft mit dazu nehme, das heißt, ich darf es natürlich nicht platt auf den Tisch legen, muss es leicht gekippt haben, dann sollte es funktionieren, wenn die Reibungskräfte nicht zu groß sind. Die müssen gering genug sein, dass die Kugeln auch da reinfallen. Aber das ist genau ein Punkt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich klappt, dass die wirklich alle dann runterfallen und nicht irgendwo da so hängen bleiben. Sonst müsste man vielleicht schütteln oder nachhelfen. Das ist genau so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Gerade noch Anmerkungen, zum einmal zum Umrechnen von 10 nach 10 oder wie auch immer. Ich nehme jetzt einfach mal Beispiel 23, statt mal ein paar mehr Ziffern. Ich würde dann quasi auch den Regler auf 10 stellen, schiebe meine 23 Kugeln da rein, ja, und dann hätte ich erstmal quasi in der obersten Reihe 3 liegen. Ja. Und dadurch hätte ich dann quasi, die erste Ziffer ist die 3. Ja, die ganz rechte, ne? Genau. Genau. Ja. Nehme dann quasi die Reste 3 Kugeln weg, habe dann 20 übrig, nehme davon quasi alle weg bis... Du nimmst alle bis auf die erste Spalte weg und du hast dann 2. Ja, und den Rest auch. Ja, genau. Das meine ich. Ich nehme erst den Rest weg und dann alles weg bis auf die erste Spalte. Richtig. Und dann bleiben 2 übrig und dann habe ich meine zweite Ziffer, die 2. Und wichtig ist, die Reste wegnehmen. Erst die Reste. Ne? Also von der Reihenfolge musst du immer erst auf die Reste schauen, die wegnehmen und dann die anderen Spalten, die überbleiben. Genau, dann hast du die 2 über, fällt runter, siehst du, aha, 2 Resten, dann habe ich die 23. Und was ich auch noch anmerken wollte, wenn du das tatsächlich mal physisch bauen wolltest, vielleicht noch 2 Ideen. Ich würde vielleicht eine Diagonale einzeichnen. Das würde dann helfen, die Quadratzahlen zu finden. Ja. Dass man weiß, okay, hier ist jetzt der Punkt, wo quasi ich genauso viele Spalten wie Zeilen habe. Und vielleicht bräuchte man noch irgendwie so einen zweiten Schieberegler, den man quasi an der ersten Spalte einschieben kann, damit man quasi alles wegnehmen kann, außer die erste Spalte. Da bräuchte irgendwie so eine zweite Begrenzung. Genau. Da habe ich auch überlegt, wie mache ich das mechanisch, weil das ist ein bisschen Fummelarbeit, gerade wenn ich ein Plexiglas drüber habe, dann geht das nicht so einfach. Und ja, an die Diagonale habe ich auch überlegt oder auch solche Halbkreise, aber da weiß ich noch nicht, ob das sinnvoll ist. Das sind Dinge, glaube ich, die merke ich, wenn ich es wirklich baue.
Und da suche ich mir bei uns im Hackspace im X-Hain mal auch Leute, die das vielleicht ein bisschen besser drauf haben, mich da unterstützen können. Ich bin gespannt, ob es klappt. Wenn es klappt, dann wäre das einfach was für das nächste Mal, um dann zu zeigen, hier ist die Maschine tatsächlich. Ne? Es hat funktioniert. Vielleicht solltet ihr euch zusammentun. Da hinten ist noch Fahr nach Berlin. Time's up, wir haben halb. Redet draußen weiter. Ja. Applaus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, obwohl ja Mathe üblicherweise nicht so das bevorzugte Thema ist, aber ich bin noch draußen, wenn noch Fragen sind, können wir draußen uns gerne noch mal unterhalten. Ich habe auch schnell abgebaut heute. Supi, genießt den letzten Tag.